Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch zeigen, wie ich den Adventskalender meiner Tochter gemacht habe. Den habe ich komplett selber gemacht und es war gar nicht so einfach, 24 verschiedene Dinge zu finden, die ich in den Adventskalender reinpacken kann. Ich denke, es ist mir aber sehr, sehr gut gelungen und was ich alles dort reingepackt habe, wie ich ihn zusammengebaut habe und ja, wie ich ihn allgemein gestaltet habe, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und vielleicht ist ja auch noch ein bisschen Inspiration für euch dabei. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ganz, ganz viel Spaß. Zuerst wollte ich euch zeigen, was ich alles besorgt habe. Das ist unter anderem dieser Adventskranzrahmen mit Lias Namen und den dazu passenden Holzplättchen mit den Zahlen 1 bis 24. Das verlinke ich euch einfach mal in der Infobox, wo ich das her habe. Ich finde es einfach eine super schöne Idee. Es sieht am Ende einfach richtig toll aus. Das werdet ihr aber dann am Ende sehen. Die Papiertütchen habe ich ganz einfach bei Amazon bestellt. Das war so ein 100er Paket für 10 Euro. Und genau, es ist die perfekte Größe. Dann habe ich noch Geschenkband, um nachher die Tüten einfach an den Adventskranz ranzubinden. Und dann geht's los mit den Geschenken. Ich habe mich hier für zwei Tonys entschieden. Einmal das Weihnachtsdreh und ein Waschbär. Dann habe ich noch das Reisemäuschen mitgenommen als Toni. Und auch noch den Benjamin Blümchen mit der Gute-Nacht-Geschichte. Den fand ich auch sehr, sehr niedlich. Dann sind ein paar Autos mitgekommen. Einmal ein Sico-Trecker. Lia fährt einfach total auf diese kleinen Autos ab. Genauso wie ein kleiner Audi. Wenn Mama und Papa Audi fahren, muss auch das Kind ein Audi haben. Und ganz, ganz viele Schleichtiere sind bei Lia ganz, ganz hoch im Kurs. Und sie hat so einen kleinen Bauernhof. Da passt das dann perfekt. Genauso wie ein Schleichpferd in groß. Und noch ein kleines Hot Wheels Auto. Das fand ich auch einfach so niedlich. Und ein Schweinchen und ein Hündchen. Dann habe ich bei Action diese Stifte hier gefunden. Die sind abwaschbar und Lia malt einfach so gern mit Filzstiften. Deswegen dachte ich, sind die perfekt. Und dann habe ich auch noch ein paar Sticker mitgenommen, weil Lia ist ein absoluter Sticker-Freak. Sie wird am liebsten den ganzen Tag stickern und deswegen, genau, habe ich dann auch Sticker mitgenommen. Und diese Paw Patrol Socken habe ich an dem Tag noch schnell bei Rewe entdeckt und die muss natürlich auch mit, weil Lia liebt Paw Patrol. Dann habe ich angefangen, alles einzupacken, einzeln in die Tütchen und ich habe mir dazu zur Hilfe noch so kleine Wäscheklammern genommen, weil ich die jetzt nicht alle ranbinden wollte an den Adventskalender, sondern eben mit der Wäscheklammer dann befestigen wollte und das hat echt gut geklappt. Obwohl manche Sachen echt schwer waren. Die kleinen Wäscheklammern haben alles gehalten. Und dann habe ich, wie gesagt, einmal alles in die einzelnen Tüten eingepackt. Ich habe da so ein bisschen darauf geachtet, dass nicht jeden Tag zum Beispiel ein Toni kommt, sondern dass immer alles unterschiedlich ist. Und die Stifte zum Beispiel habe ich auch aufgeteilt auf mehrere Tüten, damit ich einfach am Ende genug habe. Und das dann auch am Ende passt. Und dass ihr dann auch sich jeden Tag auf etwas Neues freuen kann. Und ihr könnt sehen, die 1 habe ich schon rangemacht. Und genau nach diesem Prinzip werden eben alle Tütchen nachher rangebunden. Das heißt, ich binde zuerst die einzelnen Zahlen ran und dann mache ich mit der Wäscheklammer einfach die Tütchen an die passende Zahl. Und das Endergebnis seht ihr dann gleich. So sieht also der Adventskalender jetzt aus. Mir fehlt noch persönlich eine kleine Lichterkette, die werde ich noch drumherum wickeln, aber sonst ist er fertig. Es hat dann doch am Ende noch ziemlich viel Nerven gekostet, die alle dahin zu hängen, weil ihr, wie ihr seht, auch echt wenig Platz dran ist, wie ich finde. Aber ich finde es einfach richtig, richtig schön persönlich und ich freue mich schon auf Lias leuchtende Kinderaugen.